Moin Leute, heute zeige ich euch, wie man eine komplette Fortnite-Montage von A bis Z schneidet. Dafür braucht ihr die Chefire-Plugins, alle meine Google Drives, die habe ich euch verlinkt, einen Song und einen Clip. Wenn ihr coole Songs downloaden wollt, dann schaut doch gerne bei dieser Seite vorbei. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zuerst geht ihr dann in DaVinci Resolve und macht hier ein neues Projekt. Drückt ihr Create und wartet ihr kurz. Als allererstes gehen wir hier unten rechts auf das Zahnrad und stellen hier die Timeline Resolution ein. Dann drückt ihr hier auf Customs und dann geht ihr hier 2560 ein mal 1440 und hier die Framerate auf 60 und hier, das könnt ihr lassen, der Rest. Dann drückt ihr Save. Dann geht ihr in die Edit Page und zieht euch folgendes rein. Ihr braucht die Clips. Hier könnt ihr dann Change drücken, wenn ihr es in der anderen Framerate habt. Ich habe es zum Beispiel nicht ganz in 60 oder Don't Change. Ich drücke jetzt mal Change. Und hier habe ich auch den Song. Und mehr braucht ihr zuerst nichts. Wenn ihr noch eine Identität habt, dann zieht ihr auch ein. So. Dann zuerst macht ihr einen Doppelklick auf eure Clips und geht hier nach ein bisschen nach rechts. Und dann sucht ihr hier bei dem Kill, wo die Shotgun Bullets kommen. Zum Beispiel hier sieht man, jetzt sind hier diese roten Strichlein, also diese roten Pünktlein gekommen. Und dann könnt ihr hier M drücken. Dann geht ihr etwas nach vorne hier und drückt I. Und etwas nach hinten, dann drückt ihr O. Dann zieht ihr den hier rein. Das gleiche macht ihr auch mit dem anderen Clip. Hier wieder, hier, das ist der erste Schuss, da müsst ihr nichts machen. Und hier der zweite Schuss. Hier kommen jetzt die Bullets, dann drückt ihr M, etwas danach O und etwas da vorne I. Dann zieht ihr den auch hier rein. Und nachher braucht ihr noch einen Song, der könnt ihr auch zuerst mal einfach nur reinziehen. Dann könnt ihr mit Alt und Mausrad in die Timeline zoomen. Und dann drückt ihr hier auf den Marker, geht ihr 1, 2, 3 Frames nach vorne und drückt dann Ctrl R. Danach geht ihr hier auf diesen Pfeil und macht dann Add Speed Point. Dann zoomt ihr wieder noch ein bisschen rein und geht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frames nach rechts. Mit den Pfeiltasten könnt ihr von links nach rechts gehen und macht hier Add Speed Point. Und hier könnt ihr nochmal weiter reinzoomen. Seht ihr hier, ist so ein Haken gekommen. Den könnt ihr hier auf Change Speed 200%. Und dann hier, der andere Teil, könnt ihr Change Speed auf 50%. Nachher macht ihr das gleiche auch mit dem. Nachher wieder markieren. 1, 2, 3 Frames nach vorne. Ctrl R drücken. Dann hier Add Speed Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frames danach, wieder Add Speed Point, hier bei diesem Teil, Change Speed auf 200% und hier Change Speed auf 50%. Und zoomt ihr wieder raus und dann müsst ihr die Beat Drops markieren. Für das könnt ihr am besten bei der Musik Timeline S drücken. Also hier dieses S, nicht auf der Tastatur. Hier suchen wir jetzt die Beat Drops. Hier ist einer, M drücken, danach seht ihr, gehen wir zum nächsten, der ist hier, man sieht es ziemlich gut an der Waveform, hier ist noch einer und hier ist noch einer. Und wenn ihr einen Beatshake noch einfügen wollt, könnt ihr hier vorher auch noch Marker setzen, zum Beispiel hier, es sieht vielleicht nicht so nice aus bei diesem Lied, aber ich kann es euch demonstrieren. Danach könnt ihr die Clips hier auf das Kreuz klicken, denn dieses Menü brauchen wir nicht mehr. Aber wir müssen danach dieses Link-Symbol wegmachen. Nachher drückt ihr B und cuttet hier der eine Soundteil weg. Das macht ihr auch bei diesem Clip. Danach zieht ihr die Clips, die ihr schon mal habt, nochmal rein und nochmal rein. Dann könnt ihr hier wieder B drücken bei dem Marker. Und jetzt macht ihr folgendes.
Jetzt zieht ihr der andere Teil der Waveform hier über diese Waveform, weil dann ist dieser langsam Verzehr-Sound weg. Und das hört sich um einiges besser an, glaub mir. Hier bei dem, auch wieder den hier so, einfach drüber. Danach können wir die wieder löschen. So, danach müsst ihr die Clips hier synchronisieren. Den will ich jetzt zum Beispiel am Anfang haben und diesen Beat Drop. Hier. Dann ziehe ich den ein bisschen länger, aber muss dafür dieses Symbol wieder anmachen. Einfach länger ziehen. Und hier auch wieder kurz dieses Symbol wegmachen. Das gleich lange machen wie hier zum Beispiel den hier. Und wir wollen es bis hierhin haben. Den Teil hier hin. Und dann der andere Teil könnt ihr wieder mit dem Snapping-Symbol nach vorne ziehen. Der andere Clip müssen wir dasselbe machen. Mit Alt und Maus können wir wieder reinzoomen und den hier synken. Jetzt habe ich den zweiten genommen. Ich will aber den ersten Beat Drop haben. Dann gehen wir hier hin. Und dann können wir die so perfekt synchronisieren mit der Musik. Wenn wir dann das haben, können wir das so, zu dem Beat Drop hier. Und dann können wir als nächstes den Beat Shake machen. Dafür habe ich schon mal ein Tutorial gemacht, aber ich mache es nochmal. Dafür geht ihr einfach in die Effects Library. Unter Effects geht ihr hier in den Adjustment Clip und zieht euch einen rein. Dann geht ihr in den Media Pool, zieht ihn hier rein und dann wieder raus. Dann habe ich euch ein Preset verlinkt in Google Drive. Dann geht ihr in Fusion und zieht dieses Preset dann hier rein. Das müsst ihr kurz warten. Die hier, das ist diese Node-Struktur. Dafür geht ihr dann mit diesem Pfeil hier so rein und mit diesem hier in Media Out. Geht wieder zurück und macht den mit dem Schloss-Symbol und Ctrl D 10 Frames lang. Für dieses Menü eben Ctrl D drücken. Danach wieder dieses Symbol aus. Und das können wir dann hier zu den Marker tun. Einfach mit Ctrl C den kopieren und Ctrl V einfügen. Und schon habt ihr hier einen Beat Shake. Der ist jetzt ziemlich unscharf und bisschen verbuggt. Aber wenn ihr es rendert, sieht es dann gut aus. Als nächstes brauchen wir die Effekte. Dafür installiert ihr wieder meine Effekte. Das habe ich euch verlinkt, wie man das macht. Dafür geht, und wenn ihr sie schon habt, geht ihr einfach in die Powerbins rein und geht hier unter Effekte rein. Und wenn ihr den Blur, also den Beat Shake speichern wollt, könnt ihr den einfach auch in die Powerbins droppen. Dann könnt ihr ihn jedes Mal wieder reinziehen. Dann müsst ihr das mit diesem Reinziehen mit meinem Preset nicht immer machen. Hier würde ich empfehlen, könnt ihr einfach dieses Symbol anmachen und dann zieht ihr euch eure Lieblingseffekte von mir rein. Zum Beispiel, ich mag besonders ein Purple Glow Flicker Shake, den ziehe ich mal hier rein. Und dann nehmen wir noch den Red Glow oder einen Impact von mir rein. Die ziehen wir dann hier hin. Und dann brauchen wir aber noch eine Transition. Transitions habe ich euch auch verlinkt, wie man sie installiert und wo man sie downloaden kann. Dafür geht ihr dann in die Effects Library, geht hier unter Video Transition, scrollt runter. Dann suchen wir eine nice Transition hier. Wenn ihr dann so drüber fahrt, könnt ihr hier die niceste aussuchen, welche das am besten passt. Zum Beispiel die hier können wir mal reinziehen. Und dann habt ihr eigentlich schon das meiste geschafft. Als letztes könnt ihr hier die Effekte noch etwa bis hier hinziehen, denn die sind alle time responsive. Etwa, die müssen wir hinziehen. Etwas so vielleicht, dann sehen sie cool aus. Und dann geht ihr hier in die Deliver Page. Aber jetzt ist es immer noch, jetzt könnte es sein, dass es Renderfehler gibt. Dafür geht ihr wieder in die Edit Page und die bekommt ihr dann raus, indem ihr hier Playback, danach Render Cache und dann das auf Smart stellt. Dann ist es allgemein ein bisschen flüssiger und alles. Dann geht ihr in die Deliver Page. Und hier könnt ihr dann alles auswählen. Dafür könnt ihr hier eine Location auswählen. Zum Beispiel hier.
Titel einen Titel geben, zum Beispiel so. Und hier ist wichtig beim Rendern. Audio müsst ihr hier einen Haken haben und bei Video könnt ihr bei Format MP4, Codec H264 und hier alles eigentlich so lassen, wie bei mir. Aber hier bei der Bitrate könnt ihr die auf das Maximum stellen. Dafür geht es am besten, wenn ihr einfach 1 und dann ein paar Nullen drückt. Es begrenzt euch schon auf diese Bitrate. Das geht am besten. Danach könnt ihr Add to Render Queue oder wie der auch immer sagen wollt. Dann hier Render All drücken. Wenn ihr auch wissen wollt, wie man cool overediten kann, wie Merksi oder so und auch Presets dafür wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal.